So war sie, die DDR. 8. November 1981. Dresden, Zentrumwarenhaus, Prager Straße, Erdgeschoss. Tag, haben Sie Lizenzplatten? Oh. 20 Minuten später, Mieterwarenabteilung, zweites Obergeschoss. Hallo? Bitte? Ich sehe hier nur leere Regale. Haben Sie keine Bettwäsche? Nein, keine Bettwäsche gibt's in der nächsten Etage. Hier gibt's keine Trabantersatzteile. 15 Minuten später, Buffet-Restaurant, viertes Obergeschoss. Kellner? Ja, was ist? Haben Sie Froschschenkel? Nein, ich lauf immer so. Ach so. Und, wie fanden Sie das Schnitzel? Nach langem Suchen unter dem Kartoffelsalat. Haben Sie auch noch was anderes Warmes außer dem Bier? Ja, mich. Das Brötchen hier? Oh, da haben Sie aber Schwein gehabt, dass Sie noch eins abbekommen haben. Das Brötchen ist knochenhart. Ja und? Ist das etwa kein frisches Brötchen? Nein. Ist das etwa von gestern? Ja. Ich will aber eins von heute. Da müssen Sie morgen wiederkommen. Eisenwarenabteilung. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie... Ja, was wollen Sie denn? Wie? Bitte, mein Herr. Haben Sie 18er Rundstutzen? Nein. Haben Sie 10er Dübel? Nein. Haben Sie Holzsägen? Nein. Haben Sie 15er Vidia-Bohrer? Nein. Haben Sie Schraubendreher? Nein. Haben Sie Senkkopfschrauben? Nein. Haben Sie... Nein. Verdammt nochmal, was haben Sie überhaupt? Wir haben rund um die Uhr geöffnet. Und wieso das? Wir haben keine Türschlösser.